Herzlich willkommen zu dem mächtigen Tag 11. Ich schmeiß mir hier die ganzen Gerätschaften an. Ich schnapp mir mal, das hier mache ich weg. Das hier mache ich auch weg. Ey. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen angekündigt, ich möchte an Tag 11 gerne die Waffenfabrik durchsuchen. Das wird nicht passieren, zwar aus folgendem Grund. Ich habe absolut null und wirklich null Heilung. So, überhaupt nichts. Sollte ich vielleicht ausmachen, wenn ich gehe? Damit hier nichts angedockt wird. Null Heilung, keine Verbände, also Verbände schon, aber keine Heilverbände, keine Medipacks, nichts, was mich heilt. Ich habe nicht mal, ich habe nur das hier, natürlich Antibiotika, die habe ich schon seit 1000 Jahren dabei. Deswegen werde ich jetzt, Tag 11, einfach mal durch die Stadt ein bisschen striven und gucken, ob ich vielleicht eine Apotheke finde. Zum Beispiel. Also, ob ich vor allem eine Apotheke finde, darum geht's. Ich suche speziell nach einer Apotheke. Ich kann theoretisch gesehen überall Heilung finden. Aber eine Apotheke ist halt die Chance. Sehr viel höher. Weil, ist eine Apotheke, ne? Das erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ausdauer ist immer noch. Ich müsste mal... Ich habe keine Punkte, ne? Ach, verdammt. Ich glaube, als nächstes muss ich wirklich mal Ausdauer skillen, dass ich beim Rennen weniger Ausdauer verliere. Nicht mal unbedingt beim Schlagen, aber eher beim Rennen. Okay. Gehen wir mal hier... Hier durch... Das scheint wirklich eine Industriestadt zu sein, aber es sollte ja hier wohl nochmal... Was haben wir denn da? Verdammt nochmal. Es sollte ja hier irgendwie normale... Ne? Ganz genau. Normale... Ach Mann, wie heißt es denn jetzt? Es ist wieder weg. Apotheken. Es sollte normale Apotheken geben. Es gibt zum Beispiel, es gibt ja diese Siedlungen, die voller Zombies sind. Diese kleinen. Da gibt es auch einen Apothekenladen drin. Oder wir finden, was natürlich optimal wäre, eine richtige Apotheke. Also Pilz poppen, Poppenpilz, Pilz poppen. Irgend sowas. Das wäre der Idealfall. Deswegen gehe ich immer nach hier, weil da sieht man, sind so einige Häuser aneinander und da ist oftmals was dabei. Irgendein Laden ist da auch, aber ich kann es nicht genau erkennen. Gucken wir einfach mal. Könnte ein Essensladen sein. Nee, ist ein Buchladen. Oh, sieht schon ganz gut aus eigentlich. Buchladen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen gehe ich mal ganz heimlich einfach weiter. Tu so, als ob ich nichts gesehen hätte. Was haben wir hier für einen Laden? Ach nee, das ist ein Stripclub. Ein Hotel oder ein Motel. Das könnte eine Polizeiwache sein. Einige große Häuser. Aber nicht unbedingt das, was ich suche. Schwierig, schwierig. Also hier geht's nochmal... Hier sind nochmal einige Sachen, deswegen gehe ich einfach mal hier runter. Wir haben ja Zeit.
Da ist ein Metzger. Den mache ich mal weg. Ich habe auch gerade irgendwie eine Schlange gehört. Bin mir nicht sicher. Ich höre ja manchmal Dinge und dann sind sie gar nicht da. Da. Verdammt nochmal. Ich habe ja mein super Jagdmesser am Start. Das baut ja schon mal einiges ab hier. Guten Tag. Und tschüss. The Beer Den. Gibt es zwei Zombie-Bären drin. Ist nicht so angenehm, gegen die zu kämpfen. Dog Boarding and Grooming. Ah, das ist ein, eine Hundepension. Pension. Pension? Oder Pan... Nee, was sagt man denn da? Pension. Nee, ich glaube, Pension ist wie Rente, aber Pension ist... Ja, wie so eine Aufsichtsstation quasi. Hm. Junk. Das ist schön. Ich brauche kein Junk. Ich brauche Heilung. Verschissene Vögel. Kleine Wicht. Das gibt's nicht. Komm, Atze. Ich habe mich letztes Mal schon hier mit dem Vieh rumgeschlagen. Vor allem, der verfolgt mich die ganze Zeit. Das gibt's nicht. Dieses Visier, das ist zum Brechen. Abflug. Das ist echt Ausdauer, Tatsache. Kann sein, dass ich jetzt ein paar alarmiert habe. Aber ganz ehrlich, ich bin mitten in der Welt, also mitten in der Stadt. Was ist das denn Schickes? Das kenne ich auch nicht. Ah, doch, doch, doch. Ich kenne es, ich kenne es. Oh, hier gibt's sehr viele Bunker. Also sehr viele also qualitativ befestigt, hoch befestigte Gebäude. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Hier drüben, also dieser Richtung, da ist ein Silo, also ein Bunker quasi. Ein Raketenbunker. Wir haben auch so ein paar Schnickschnackhäuser. Das wird einfach eine Wohnsiedlung sein. Hier ist noch ein Militärlager. Bringt mir alles nichts, weil ich immer noch eine Apotheke brauche. Sieht auch nicht schlecht aus, das Haus. Ich glaube, ich werde hier nicht fündig in dieser Siedlung. Ich muss schon in die... ins... Wie sagt man da? Ins Finanzviertel. Wo die großen Gebäude und so stehen. Ich glaube, da habe ich eher Glück. Muss ich denn da hin? Einfach hier jetzt links? Oder bringt das was? Da hinten sind auch Gebäude. Ja, gehen wir mal da. Hallo, hallo, hey, hey, hey. Hey, Menü, ganz ruhig, ja? Verdammt. Hier, noch ein Wasserwerk. Das ist krass. Oh, großes Haus da oben. Großes gelbes Haus. Aber nicht, was wir suchen. Das kann doch nicht sein. Gibt's noch irgendwas? Es gibt weder ein Krankenhaus, noch... Hä? Ist es vorhanden hier?
Gut. Also es gibt weder ein Haus, ein Krankenhaus, noch gibt es eine Apotheke, noch eine Siedlung, wo es einen so einen Pilzladen drin gibt. Einfach nichts. Und ohne Heilung gehe ich da nicht rein. Also diese Stadt ist gigantisch. Wirklich gigantisch. Man hat es ja gesehen, von als ich auf dem Hügel gestanden habe. Und es ging so weit. Puh. Hast du gerade einen Chicken gehört? Tatsache. Tatsache. Erledigt. Geh weg von mir. Ich gehe einfach mal Richtung Norden. Ich meine, was soll schon passieren? Aber gegen Fleisch sage ich natürlich... Warum habe ich hier... Hä? Ein Wood Spike Strap? Okay. Dinge geschehen. Muss man nicht verstehen. Ich muss mal eher in die Zivilisation rein. Oh, komm hier mit Schild, also verseucht und sowas. Das ist schon... Also was die mit der Alpha 17 gemacht haben, das ist schon echt top. Das könnte ein Krankenhaus sein. Vielleicht sollte ich da in die... Och, diese Vögel, davon gibt es definitiv zu viele. Boah, unglaublich. Geh mir nicht auf die Nüsse jetzt. So. Der fliegt im Prinzip direkt über mir und ich treffe ihn trotzdem nicht. Leck mich. Was ist das? Flieg, kleiner Vogel, flieg! Hätte ich natürlich ein Jagdgewehr dabei, wäre das alles ein bisschen anders. Oh, hier haben wir einen Bunker. Warte mal, ach, jetzt bin ich hier. Okay. Das, also, mein alter Bunker da, der Fehlschlag, und das ist auch ein Bunker. Allerdings die Tatsache, dass es mir keine Heilung garantiert, gehe ich da nicht rein. Was ist das hier für ein Gebäude? Kann ich von der das ist offensichtlich die Rückseite, schwer zu sagen. Abgezäunt? Ist es vielleicht eine Feuerwache? Ja, mit großen Tanks auf der Rückseite. Könnte eine Feuerwache sein. Ja, Feuerwache. Hey, Feuerwache ist keine Heilung. Ich meine, da gibt's gutes Zeug mit Sicherheit drin, aber... Okay, da irgendwo fährt ein Traktor lang, oder irgendein klappriges Auto, keine Ahnung, 20 vor 12 abends. Hey, wer es nötig hat? Was ist das denn? Das da. Könnte ein Wasserturm sein, aber der sieht cool aus. Das wird auch nicht schlecht, weil... Ich weiß nicht, allein von dem Gebäude, wie das aufgebaut ist, dass es nicht einfach nur so ein Block ist, sehe ich schon, dass es ein krasser Dungeon sein wird.
Vor allem da geht's dann raus und dann muss ich hochklettern und so Sachen. Aber. Warte mal, was kostet denn zum Beispiel ein Verbandskasten? Kann ich nicht herstellen. Ich habe weder Spiritus noch Blutbeutel. Glaube ich. Daher. Okay, Osten. Ich muss echt mal einfach nur durch die Stadt durchgehen, ansonsten muss ich echt hier unten gucken. War also gar keine Heilung? Da muss ich dann wirklich extrem aufpassen. Gibt's noch mal einige Gebäude? What the fuck? Hä? Hier fehlt einfach ein Stück Boden. Jetzt stürzt das ganze Gebäude ein. Bitte was? Was ist hier gerade passiert? Oh Mann. Merkwürdige Dinge geschehen. So schnell kann's gehen. Guckst du einmal nicht hin, läufst du einmal dran vorbei und machst und alles ist im Erdboden gleich gemacht. Ach komm, Heilung. Es kann doch nicht so schwer sein. Wenn ich jetzt echt bald keine finde, dann fange ich an einfach, weiß nicht, Häuser zu durchsuchen. Oh. Viel Spaß da drin. Ich gehe hier einfach weiter. Hoffe, dass ich immer noch eine Apotheke finde. Aber in dieser ganzen Stadt scheint es keine einzige zu geben. Hier ist ein Autoladen. Das ist toll. Irgendwo da, irgendwas ist da hinten noch. Bakery. Was ist das hier vorne? Das ist eine Bank. Verdammt nochmal. Das hier ist ein Workshop, also ja, wie so eine Schreinerei quasi. Hier. Können wir mal hier reingucken. Och, nee, ich dachte schon. Aber es, was heißt nur, es ist ein Working Stiff Tools. Aber ich war, ich war hier noch nicht, weil sonst hätte ich es nämlich abgehakt. Und ich habe es einfach knallhart vergessen. Ich glaube, ich muss einfach darauf hoffen, dass ich Heilung finde. Ich muss einfach wirklich darauf hoffen. Ciao.
Schnell abhauen. Vielleicht sollte ich jetzt einfach hier aufmachen. Weil da immer rüber zu springen, irgendwann bleibe ich da einfach mal hängen und dann bin ich am Arsch. Hier in dieser schönen Siedlung gibt es nämlich einen Laden, der auch Medikamente hat. Oh fuck. Ich glaube, ich bin angeschmiert. Obwohl. Nee, bin ich nicht. Hahaha. Wo kamen die denn alle her gerade? Hä? Na, wahrscheinlich von hier hinten. Ja, wenn sie weg sind, sind sie weg. Der hat einen Pfeil in seiner Hand stecken. Da sollte der mit Sicherheit hin. Das, also komm. Ich darf nicht zu nah an den Laden kommen, sonst greifen die mich da von hinten an. Also, ne? Geht doch. Hallo. Wenn wir die ganzen Pfeile wieder haben. Hier kamen die her. Die Schweine. Das mache ich auf jeden Fall auf. Ich nehme erstmal alles mit. Wegschmeißen kann ich immer noch hinterher. Mais. Nein, das ist falsch. Leere Gläser kann man immer gebrauchen, weil man ja immer irgendwie es herstellt damit. Guns and Ammo. Das gefällt mir. Du bist durstig. Glaube ich fast gar nicht. 90. Also alles gut. Alter. Leck mich. Leck mich. Wo kommen die alle her? Aus dem Nichts. Ich drehe mich um, da sind sie auf einmal da. Da ist die Klonarmee. Aufpassen, dass hier keiner von der Seite kommt. Das könnte sehr ungemütlich werden. Da kommt nämlich schon einer angeschissen. Aha. Wie?
Ich sollte unbedingt Headshot-Schaden skillen. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Fuck. Boah. Ne. Haben wir es jetzt? Ich hoffe wirklich, dass es das war. Ich muss nur aufpassen, dass keiner von der Seite an mich herangeschissen kommt. Das war nicht so gut. Und ich darf auch nicht weiter reingehen, weil da unten sind Minen. Und wenn ich da raufhaue oder drauf schieße oder drauf laufe, bin ich zu 100% tot. Okay, trinken wir mal was, wenn wir eh gerade dabei sind. Zwei Stückchen. Essen ein bisschen was. Schmeißen hier schon mal ein paar Sachen weg.